So, jetzt hoffen wir mal, dass das wunderbar und gut funktioniert. Wir zünden jetzt mal den Lautsprecher noch ein bisschen an. Wir zünden jetzt mal den Lautsprecher, damit die Spannung anregt, damit die Membran gedrückt wird. In diesem Fall zieht es die Membran nach innen, das heißt, die Spule wird ein Magnetfeld erzeugen, was sich mit dem Magnetfeld des Kopfmagneten anzieht. Und entgegengesetzt. Ne? Also, es geht in beide Richtungen. Lautsprecher, hier die Pappmembran, und wenn man hier genau raufschaut, sieht man hier zwei dünne Drähte. Diese dünnen Drähte führen zur eigentlichen Spule nach innen. Ich verweise jetzt auf das andere Video. Und diese dünnen Drähte sind angeklebt an der Membran und führen dann zu diesen Lötfahnen. Ich hoffe, man sieht die Lötfahnen. Und hier die dickeren Kupferdrähte, ich meine diesen krummen, nicht den geraden roten, die führen da wieder zu diesen beschriebenen Lötpunkten. So, hier außen habe ich den Topfmagnet, ansonsten ist alles so, wie man es eigentlich denkt. Das ganze Gedrehte, was hier außen noch dran ist, das soll uns mal jetzt nicht interessieren, das ist für diese Sache nicht so wichtig. Und es kommt jetzt auf den Lautsprecher an. So, das war das.